Dann täten sie uns den größten Schaden zufügen, weil sie falsche Fragen stellen. Wir sagen bewusst, es gibt diese Module und wir wollen eigentlich Maschinenbauern in die Lage versetzen, tatsächlich ihre eigene Robotik umzusetzen. Mein Name ist Wolfgang Kreuzlich und Sie sind am Kanal Next Robotics, dem Kanal, wo es rund um das Thema Robotik für den professionellen Einsatz geht, also in der Industrie oder auch im Handwerk oder sonstigem Gewerbe. Heute bin ich bei der Firma Pilz in Ostfildern. Die haben ihre Jahrespressekonferenz und wollen unter anderem etwas Spannendes zum Thema Sicherheit und Robotik, kollaborative Robotik, vorstellen. Was das genau ist, schaue ich mir jetzt einfach mal genauer an. Ersten Hinweis, dass es um Robotik geht, habe ich übrigens hier gefunden. Ja, also dann was Pilz hier anbietet, ist kein Roboter, auch wenn es so aussieht. Es ist ein modulares Service-Robotik-Konzept, wie auch immer. Es besteht schon aus diesem Arm. Es besteht aus einem Steuerungsmodul, es besteht aus einem Bedienmodul, aber es sind Einzelteile, die nicht als kompletter Roboter verkauft werden. Dass dieses Ding hier im Prinzip auch noch kein MRK-Roboter ist, sieht man daran, dass eine Scheibe drumherum ist. Könnte man vielleicht machen, kommt vielleicht auch, im Moment ist es noch nicht der Fall. Der Arm selber ist, hier liegt einer, relativ wuchtiges Ding, gar nicht mal so leicht, soll am Ende schon mal 6 Kilo heben. Er ist auf 24 Volt ausgelegt, das heißt auf mobile Applikationen, sodass man damit im Prinzip durch die Gegend fahren kann auf einem HMI. Ansonsten hier haben wir noch das Bedienpanel, wie es sich für Pilz gehört, mit einem Notaustaster. Ja, und jetzt wollen wir das Ganze mal irgendwann live in Action sehen. Tja, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass Pilz tatsächlich am Ende doch in die Robotik einsteigt. Es entsteht gerade ein neuer Markt. Das ist was total Faszinierendes. Und wir setzen darauf, dass wir mit unseren Modulen bei den Startups gute Karten haben und bei den Unternehmen, die jetzt noch keiner auf dem Radar hat. Also wir gehen da volles Risiko. Es ist schon ungewöhnlich. Es war im Vorfeld der Pressekonferenz bekannt, dass was aus dem Bereich Robotik kommen würde. Aber da hatte ich eher gedacht, so ein bisschen Sicherheitstechnik rund um die Robotik, Absicherung von einer Service-Roboterzelle, aber nein, Pilz bietet tatsächlich ein modulares System an, aus dem man sich komplette Roboter erstellen kann. Wir sehen uns eben gerade nicht als Roboterhersteller. Ja, ist nicht so ganz leicht verständlich, aber doch schlüssig. Es ist eben so, dass kein Roboter aus dem Haus Pilz da ist. Die müssten ja dann im Prinzip beginnen, die Palette zu erweitern, als Roboterhersteller höhere Gewichtsklassen in verschiedenen Größen, Skara-Roboter oder ähnliches noch auf den Markt zu bringen. Das will Pilz nicht, sondern sie wollen bewusst eine Plattform bieten, eine Möglichkeit, eine Basis, Module, mithilfe derer man sich seine eigene Roboter-Applikation zusammenbauen kann. Ein bisschen ist das die entgegengesetzte Richtung, wie Universal Robots das macht, die ja eigentlich ein Roboterhersteller sind, aber über eine Community andere Elemente, die sie selber nicht anbieten, dazu zu gruppieren. Der Ansatz der industriellen Vernetzung, das kann ich eben bei einem Universal nicht sehen. Da habe ich die Robotersteuerung. Wir haben normale Automatisierungssteuerungen mit einem dazu abgestimmten Softwarepaket. Das Wichtige ist das Softwarepaket. Ich kann jetzt aber hingehen und kann nahtlos mich, wenn ich im industriellen Umfeld bin, in eine Automatisierungsarchitektur integrieren. Und das können Sie mal mit einer reinen Robotersteuerung, wie es jetzt ein Leichtbaurobotershersteller macht, versuchen. Das wird Ihnen nicht so leicht gelingen. Pilz macht das quasi auf die andere Weise. Sie haben selber die Sensorik, Sie haben selber die Steuerungstechnik, die Sicherheitstechnik. Und jetzt haben Sie über Partner es geschafft, ein Modulsystem zu bauen, mit dem man jetzt Robotik in den Markt bringen will. Was ich besonders spannend bei der ganzen Geschichte finde, ist, dass Pilz auf ROS setzt, auf das Robot Operation System, auf ein Open Source Betriebssystem für die Robotik. Was ist die tollste Schnittstelle? ROS, weil die meisten von den Neukommern wie Shadow Robotics oder Robotik, die bieten eine ROS-Schnittstelle an. Und dann kann der Endanwender seinen Roboter bauen und dann kauft der bei uns aber nicht mehr das Steuerungsmodul, der kauft auch nicht das Bedienmodul,
sondern der setzt seine Bedienlösung, seine Steuerungslösung bereits in ROS um. Der hat dahinter irgendeinen PC laufen. Was wir entwickeln, ist Software und deshalb gehen wir auch auf ROS. Die Waben zeigen ganz bewusst, Pilz kann und will nicht alles selber machen. Also über die Dienstleistung, da kann locker ein Yaskawa-Arm mit integriert sein, da kann ein Kuka-Arm mit integriert sein, da kann ein Fanuc-Arm mit integriert sein, weil das ist das, was unsere Ingenieure können. Und wir wollen ja jetzt nicht hingehen und auf Teufel komm raus hin sagen, so, jetzt kaufst du bei mir den Service-Roboter ein. Das ist ein schlauer Ansatz, weil an den Universitäten sehr viele Studierende mit diesem System bereits in Kontakt sind in der Ausbildung und dann, wenn sie in die freie Wirtschaft kommen, natürlich sich mit dem System im Prinzip schon auskennen. Das ist schon ganz schlau. Gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit, mit der klassischen SPS-Programmierung, IEC 631, auch an diese Roboterprogrammierung ranzugehen, sodass auch der klassische Maschinenbauer eine Chance hat oder eine geringe Hürde hat, an diese Roboter-Thematik ranzugehen. Ganz, ganz spannend das Ganze. Offiziell vorgestellt wird dieser Roboter-Baukasten, könnte man es vielleicht nennen, auf der Automatiker jetzt im Sommer. Wenn ich davor noch was rausfinden kann, melde ich mich auf jeden Fall auf diesem Kanal, sonst spätestens zur Automatiker. Wenn Ihnen das Thema gefallen hat oder Sie an weiteren solchen Themen interessiert sind, unbedingt den Kanal abonnieren. Nur dann erfahren Sie, wenn wir die nächsten spannenden Themen zur Robotik haben. Ja, ansonsten bleiben Sie uns gewogen. Ciao, bis zum nächsten Mal.